Gewinnoptimierung. Ja, wir sind immer noch im Angebotsmonopol, das heißt ein Anbieter, viele Nachfrager. Der Anbieter kann frei über den Preis für das Gut, was er anbietet, entscheiden. Und wir haben hier jetzt viele Funktionen, das sind meistens 4 Stück im Angebotsmonopol. Im Polypol hingegen hat man ja meistens nur Erlöse, Kosten und Gewinne, weil der Preis selber ja vom Markt festgelegt ist. Das ist meistens nur eine Zahl. Also zum Beispiel Angebot und Nachfrage sind sich einig, dass eben ein Gleichgewichtspreis bei zum Beispiel 20 Geldeinheiten pro Mengeneinheit liegt. Dann ist eben nur 20 die Zahl. Aber hier im Angebotsmonopol hat man eben eine Preisabsatzfunktion, eine Erlösfunktion, eine Kostenfunktion und eine Gewinnfunktion. Und wir haben auch noch den ökonomischen Definitionsbereich zwischen 0 und 15. So, also das ist so das Setting, was wir hier haben. Und es geht jetzt für den Angebotsmonopolisten vor allem darum, mithilfe seiner Preisabsatzfunktion einen Preis zu finden, der zur gewinnoptimalen Absatzmenge führt. So, also das ist sozusagen die große Herausforderung, einen Preis für das Gut so festzulegen, dass der Absatz so ist, dass er den Gewinn optimiert, maximiert. Denn der Angebotsmonopolist ist ein Preisanpasser. Anders als im Polypol. Im Polypol sind ja viele Anbieter, viele Nachfrager. Da sind die Anbieter nur Mengenanpasser. Gut. Also können wir anfangen, bestimme den maximal möglichen Gewinn Gmax und die dazugehörige gewinnmaximale Ausbringungsmenge kriegen wir natürlich raus, indem wir die Gewinnfunktion nehmen und sie erstmal in Scheitelpunktform bringen. Weil aktuell siehst du sie ja hier in Polynomform. Bringen wir sie aber in Scheitelpunktform und ich überspringe jetzt mal alle Schritte, ne? Also Faktor ausklammern, quadratische Ergänzung, hinten ein bisschen was zusammenrechnen, Binom bilden und dann faktorisieren, das sind ja die Schritte. Die siehst du ja vor allem in dem Modul zur quadratischen Funktion von Polynomform zu Scheitelpunktform, erkläre ich es nochmal ganz ausführlich. Hier soll es für uns jetzt erstmal wirklich nur bei der Scheitelpunktform weitergehen. Und die Scheitelpunktform ist deswegen so wichtig, weil wir kennen zu diesem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, noch keine Ableitung. Also braucht man, um das Maximum der Gewinnfunktion zu finden, eben die Scheitelpunktform. Denn der Scheitelpunkt selber ist das Maximum von der Gewinnfunktion, denn die Gewinnfunktion ist ja eine nach unten geöffnete Parabel. Und somit ist Scheitelpunkt gleich Hochpunkt. So, jetzt können wir das ablesen. X ist gleich 6,5, das ist unser XG Max, also die gewinnmaximale Ausbringungsmenge 6,5. Und der höchstmögliche Gewinn, der überhaupt nur sozusagen realisiert werden kann, ist 157,5. Höher als 157,5 geht es nicht. Das wäre das Gewinnmaximum, der Y-Wert. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, genau, also hier ist es nochmal sozusagen zusammengefasst, das ist die X-Koordinate, das ist die Y-Koordinate von dem Punkt selber, der hier angegeben ist. Gezeichnet haben wir die Situation ja schon in den Problematiken zuvor. Jetzt soll der ökonomische Wertebereich für G von X angegeben werden und da muss man eins einsehen. So ein Wertebereich, also die Y-Werte, die ökonomisch für diese Situation Sinn machen, die liegen ja zwischen Minimum und Maximum. So, weil das ist eine stetige Funktion und jeder Funktionswert zwischen Minimum und Maximum wird irgendwann mal erreicht. Also geht es nur noch darum, das Minimum und Maximum zu finden. Und das Maximum haben wir gerade ausgerechnet. Das liegt ja hier oben in diesem Hochpunkt. Ich blende es nochmal ein. Bei 157,5 ist der höchste Y-Wert. Aber wo ist der niedrigste? Und manche machen den Fehler, den niedrigsten Y-Wert hier zu suchen, auf der linken Seite. Das stimmt aber nicht, weil es hier hinten Richtung Sättigungsmenge ja noch tiefer runtergeht. Das heißt, ich muss die Sättigungsmenge, und die Sättigungsmenge ist ja 15, muss ich jetzt in meine Gewinnfunktion einsetzen und bekomme hier minus 276 raus. Kann man hier gerade noch so, ja, so ungefähr sehen, ne? Minus 200 und das ist noch ein bisschen tiefer, also passt ganz gut. Und minus 276 ist dann wirklich tatsächlich der niedrigste Wert. Zum Vergleich, g von x gleich 0 liegt nur bei minus 96, der ist nicht so tief. Ja. Also nehmen wir sozusagen den tiefsten, das ist der niedrigste Funktionswert, der höchste ist 157,5 und so baut sich jetzt der ökonomische Wertebereich für g von x zusammen, Minimum bis Maximum und das in Intervallgrenzen, fertig. Es sei die Gewinnschwelle xgs gleich 1,38 gegeben, also das hier ist die Nullstelle, die erste Nullstelle von links gesehen, der Gewinnfunktion und das ist ja ökonomisch oder wirtschaftlich betrachtet meine Gewinnschwelle. Und die ist hier gegeben mit 1,38. Und man soll jetzt den Break-Even-Point ermitteln. Mit diesem Anhaltspunkt ist es halt super einfach, weil das ist ja quasi auch die X-Koordinate von meinem Break-Even-Punkt. Na, also wenn du das hier in dieser Grafik, die du hoffentlich noch einigermaßen erkennen kannst, einmal so siehst, der
Break-Even-Punkt ist ja der erste, von links gesehen, Schnittpunkt zwischen Erlösen und Kosten. Und der liegt immer vertikal über der Gewinnschwelle. Das heißt, die beiden haben denselben X-Wert. Also die Gewinnschwelle ist der X-Wert vom Break-Even-Punkt. Und somit kann man schon mal festhalten, vom Break-Even-Punkt kenne ich bereits die X-Koordinate. Es fehlt mir nur noch die Y-Koordinate. Und wenn die Erlöse und die Kosten sich in diesem Punkt schneiden, dann haben sie ja bei dieser X-Koordinate halt auch den gleichen Y-Wert, sonst würden sie sich ja nicht schneiden. Also kann ich die 1,38 entweder in die Erlösfunktion einsetzen oder in die Kostenfunktion. Und wenn ich mir beide so angucke, dann ist die Kostenfunktion halt ja noch einfacher als die Erlösfunktion, weil es ja eine lineare Funktion ist. Somit wähle ich jetzt einfach mal die Kostenfunktion aus. Dort setze ich das ein, du siehst, 1,38 ist x, habe ich hier für x eingesetzt in die Kostenfunktion, dann wird nur ausgerechnet und dann kriegt man hier den y-Wert raus und das ist der y-Wert vom Break-Even-Punkt. Hier kann man es vielleicht auch um die Grafik ein bisschen größer nochmal sehen, da ist der Break-Even-Punkt und das kann man auch mit den x- und y-Koordinaten hier gut nachvollziehen. Gut, jetzt geht es um den Cournot-Punkt. Jetzt nähern wir uns eigentlich dem Finale von dem Ganzen, die Gewinnoptimierung. Der Cournot-Punkt legt nämlich fest, welchen Preis sollte der Unternehmer, der Angebotsmonopolist festlegen, um zur gewinnoptimalen Absatzmenge zu kommen? So, also das ist die Kette. Aber eins nach dem anderen. Hier sind erstmal die Koordinaten. XG-Max, das ist die gewinnmaximale Ausbringungsmenge X, von der ich gerade gesprochen habe. Und PN, XG-Max, das ist der gewinnmaximale Preis, den er für sein Gut festlegen sollte. Und XG-Max kennen wir ja schon, das ist 6,5. Das heißt, es ist so mega einfach. Man muss nur diesen X-Wert eigentlich noch in die Preisabsatzfunktion einsetzen. Die hast du hier oben gegeben. Minus 6 mal X, also in diesem Fall mal 6,5 plus 90. Und dann kann man einfach ablesen, welchen Preis der Angebotsmonopolist festlegen sollte. Also den gewinnoptimalen Preis. Und das ist 51. Man kann auch sagen, den gewinnmaximalen Preis. Und so setze ich jetzt der Cournot'sche Punkt aus eben dieser XG-Max-Menge, Ausbringungsmenge zusammen und diesen Preis, den der Angebotsmonopolist festlegen sollte. Ja, und jetzt kann man da einen kleinen Text zuschreiben. Also was für eine Empfehlung würde man dem geben? Und da gibt man immer so eine Kette ab. Also, dem Angebotsmonopolisten würde ich empfehlen, einen Preis von 51 Geldeinheit pro Mengeinheit festzulegen. Diesen Preis nennt man gewinnoptimalen Preis. Wird dieser Preis für das Gut verlangt, dann entsteht dadurch automatisch die gewinnoptimale oder gewinnmaximale Ausbringungsmenge am Markt von 6,5 Mengeinheiten. Und dies wiederum, weil diese 6,5 Mengeinheiten verkauft werden, dies wiederum führt zu dem maximal möglichen Gewinn von 157,5 Geldeinheiten. Du siehst also, es ist eine Kette aus drei Elementen. Preis wird festgelegt, dadurch entsteht Menge und weil diese Menge entsteht, entsteht der höchstmögliche Gewinn. Und genauso sozusagen sollte man als Angebotsmonopolist denken und das ist ein völlig anderes Denken als im Polypol. Da solltest du dir die Videos nochmal zu angucken, da erkläre ich dann auch die Unterschiede. Formuliere eine Empfehlung für eine gewinnoptimale Preisfestsetzung, haben wir gerade gemacht. Und jetzt beziehen wir uns aber nochmal auf die Skizze. Und das, was ich gerade als Kette gesagt habe, das zeige ich dir jetzt hier nochmal mit dieser Skizze. Also ich hatte ja, erstmal noch einen Schritt zurück, ich hatte ja XG-Max schon ausgerechnet, das waren 6,5. Und mit XG-Max habe ich ja den optimalen Preis ausgerechnet, das waren 51. So, und jetzt gehe ich die Kette nochmal zurück. Legt jetzt also der Unternehmer 51 Geldeinheiten pro Mengeinheit für sein Gut fest, dann erreicht er XG-Max. Und weil er XG-Max erreicht, erreicht er G-Max. Das ist alles, was man dazu wissen muss.